Guten Morgen. Heute gibt es Raubvogel im Doppelpack. Ja, sind wir beide da. Selten. Guten Morgen, ich habe einen halben Schlafanzug an. Ich komme nicht aus dem Bett. Ich bin aus dem Bett. Ich komme nicht aus dem Quark, so wollte ich sagen. Oh Gott, ich bin so müde. Einschlafen war schwierig. Ich bin zwar schon um halb neun, habe ich mich fertig gemacht, weil ich so müde war. Ich konnte nicht mehr. Ich bin schon auf der Couchfeld eingeschlafen. Ich dachte, jetzt bringt nichts, geh ins Bett. Und dann lag ich da. Zwei Hörspiele gehört, trotzdem nicht geschafft zu schlafen. Hab ich immer ein paar Milch genommen. Und dann hatte ich auch noch so Kopfschmerzen gehabt. Fragt mich nicht. Obwohl ich zwei Kaffee hatte und viel getrunken habe, wie ich finde. Also, das heißt, viel für meine Verhältnisse normal getrunken habe. Da hatte ich so richtige Kopfschmerzen gehabt, dass ich dann Kopfschmerzmittel genommen habe irgendwann. Dann ging's, dann konnte ich endlich schlafen, war mit Milch und das haben dann irgendwie geholfen. Aber es war auch schon nach Mitternacht. Also, und dann hat dann den Frühdienst, das heißt um 6 aufstehen. Ich habe danach noch ein bisschen gelegen, aber so richtig schlafen war auch nicht mehr, war immer nur wach. Ja, also. Ich bin müde. Ich bin froh, dass ich heute frei habe. Dass ich bewusst freigenommen habe, die beiden Tage vor nach der Messe. Das ist für mich einfach Pflichtprogramm, dass da frei ist, weil ich muss viel vorbereiten. Das ist immer, war ja immer so. Und ich muss auch danach erstmal wieder klarkommen. Ja, und von daher ist es ganz gut. Ich kann hier so rumgammeln, vor mich hin dümpeln und erstmal klarkommen mit mir und meiner Umwelt. Eigentlich wäre ja heute auf Instagram auch ein Post geplant für, ich stelle das nächste Buch vor. Ich dachte mir so, nee. Eigentlich ist es Quatsch, eigentlich müsste ich noch einen Post für die Buch Berlin machen. Ich habe nicht viel gefotografiert. Ich habe also quasi nur 3 Bilder, die ich dann nehme, aber ist egal. Ich habe ein bisschen mitgevloggt, das habt ihr ja gesehen. Auch da nicht wirklich viel, weil es ist einfach, wenn man da an einem engen Stand steht, dann ist es einfach mal was anderes, wenn man da durch die Gegend läuft. Deswegen verzeiht mir, dass da nicht so viele Eindrücke kommen und nicht so viel gemacht habe. Aber es ist einfach sehr viel Input, sehr viel. Man steht die ganze Zeit. Mir taten gestern Nacht nur die Zehen weh. Ich weiß nicht, warum mir die großen Zehen so weh getan haben. Die eine mehr als die andere. Die Füße an sich gingen, aber die Zehen taten so weh. Fragt mich nicht. Ich habe auch keine unbequemen Schuhe angehabt oder so. Ich habe meine ausgelatschten Turnschuhe angehabt. Keine Ahnung. Egal. Heute neuer Tag. Mal gucken, was. Es ist schon 10:30 und ich habe mir das gemacht. Und das war vor mich hin hier. Sie hat ein bisschen Instagram-Post vorbereitet, aber auch nicht für die so richtig. Und ach, keine Ahnung. Trinke noch meinen Kaffee. Jo. Ich möchte im Moment noch was schreiben heute. Es fehlt mir die letzten Tage. Ich will auch Animal Crossing spielen, was ich die letzten beiden Tage nicht gemacht habe. Genau. Mal gucken, wohin die Reise heute geht. Auf jeden Fall Sparflamme. Es ist ja sowieso Montag, ist sowieso Schontag, ne, man weiß. Aber heute nochmal speziell, weil ich einfach so müde bin. Das ist aber so grau draußen, wird man auch nicht wach. Die letzten beiden Tage war es richtig schön warm. Warm, sag ich schon. Sonnig. Ich sehe gerade, dass mein Buch irgendwie einen Macken bekommen hat. Vielen Dank. Wenn mein Vater Bücher ausleiht, ne? ja, genau. So viel dazu. Ja. Irgendwas zum Frühstücken. Wir haben noch Käsekuchen da. Das heißt, da werde ich jetzt erstmal ein bisschen was von essen. Und dann den Tag ganz langsam starten. Genau. Okay, dann melde ich mich später wieder, wenn ich auch mal keine Schlafanzughose mehr anhabe. Und fertig gemacht bin so richtig, weil ja. In der Membership war heute Morgen nämlich Kaffee, nur das Kaffee-Runde, Kaffee, Klatsch, Kaffee, wie heißt es? Ich habe keine Ahnung. Aber echt drin gewesen, es ging ja eine Stunde. Und dann habe ich mir, ich ziehe wenigstens obenrum was Nettes an und dann untenrum ist es mir noch egal. Ich wollte dabei sein und so weiter. Ich habe nicht viel gesagt, weil ich einfach so müde bin. Aber ja, ich wollte es trotzdem mitnehmen. Und wie gesagt, ich nehme aus dem Membership, jetzt versuche ich alles mitzunehmen, außer wenn es wirklich zu spät abends ist. Heute Abend ist auch Coworking, aber erst ab 21 Uhr und da bin ich ja schon im Bett. Oder ich mache mich zumindest schon mal Bett fertig. Und von daher ist das nicht keine Option für mich so spät. Aber wenn es zeitlich passt, möchte ich es halt gerne mitnehmen, was so geht. Genau. Gut, dann bis später. Ist es schlimm, wenn ich dieses Wochenende etwas über 80 Euro für Bücher ausgegeben habe? Das habe ich gerade ausgerechnet. 80 Euro und 27 Cent. 27 Cent. 27 Cent. Ja, ich
Und ich kann dachte so, hä? Ich habe noch 5 Euro ein bisschen übrig, also so 9 Euro Krimps. Ich hatte auch 90 Euro dabei. Ja, 2 Kaffee noch, ne? Die waren ja auch nicht gerade günstig. Zum Glück habe ich gesagt, das kommt nicht hier aus meinem Büchertopf, sonst wäre das. Ja. Egal. Es ist Buchmesse. Es ist Buchmesse. Und ich unterstütze gerne andere Self-Publisher und habe gerne signierte Bücher. Deswegen ist es für mich okay. Es kommt einmal im Jahr vor, wo ich so einen großen Schwung Bücher kaufe, den ich mir signieren lasse, vor Ort. Ich habe nur wieder was vergessen, über Fotos zu machen. Ich habe so wenig Fotos. Mein Post heute Abend wird sehr spärlich ausfallen. Ich werde gleich noch meinen Bücherstapel fotografieren. Und heute Abend ebenfalls bei Instagram posten. Das heißt, ich werde auf beiden Accounts etwas posten. Ich muss immer noch einen Post fertig machen, dass es auf dem einen Account kein Autoren-Content mehr gibt. Aber das werde ich nicht heute machen. Vielleicht werde ich den morgen machen oder so, dass ich es nicht einfach überflute. Genau. Ich werde zwar in dem Account auch sagen, so. Wenn ihr wissen wollt, wie es für mich als Autorin war, guckt da vorbei. Aber ja, ich habe auch schon die Buchführung fertig gemacht und ich bin sehr zufrieden. Der Sonntag lief tatsächlich diesmal besser als Sonntag. Das hatte ich ja letztens nie gehabt. Das war immer der Samstag, der verkaufsstärkste Tag. Diesmal war es der Sonntag für mich gewesen. Umsatzmäßig, ich weiß gar nicht. Artikelmäßig sozusagen, weil habe ich es noch gar nicht ausgerechnet. Wo ist denn mein Zettel? Lass mich mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe bestimmt verzählt. Okay. 5. Jetzt habe ich es wieder. Ich kann nicht. Ich bin heute echt total durch, ne? Total durch. So, schreibe ich mir mal hier so hin, damit ich es nicht wieder vergesse. Ja, also artikelmäßig war es Samstag besser. Umsatzmäßig, weil da halt mehr Adventskalender verkauft wurden, war es Sonntag besser. Aber nicht so viel großen Unterschied. Also zumindest von den von der es wurden 3 Bücher, beziehungsweise Artikel 1 war sogar Magnetlesezeichen. Von daher sind es 3 weniger Verkäufe, also Artikel, am Sonntag als am Samstag. Und das ist doch in Ordnung. Jo. Ich bin zufrieden. Von daher mehr dazu erfahrt ihr auf jeden Fall also habt ihr im Blog gesehen auch noch und erfahrt ihr im Schreibtagebuch und. Genau. Ich werde auch nicht wach. Ich werde mir gleich noch einen Kaffee machen. Und ja, hab ein bisschen gelesen. Bin irgendwann dabei eingeschlafen, so ein bisschen zumindest. Irgendwie nur so halb. Ist ja auch so schlumpf persönlich, aber nachher geht's in die Dusche und dann wird das schon wieder besser. Vielleicht werde ich dann wach, ich weiß es nicht. Genau. Ja, mir ist erstmal soweit nicht. Ich muss noch den Einkauf von Daniel hier mit eintragen. Das habe ich noch nicht gemacht. Gucken, was ich überhaupt konnte. Ich habe auch was verschoben. Was getauscht habe ich, glaube ich, vorhin schon. Ich weiß es gar nicht. Ich spreche Deutsch und sage hier mit. Ich rede. Ich habe gestern eindeutig zu viel geredet. Das, heute kommt gar nichts mehr zustande. Nichts, null. Was wollte ich denn gerade sagen? Also, wir gucken, was konnte mir das so anliegt. Genau. Da habe ich mich auch noch nicht reingeguckt heute. Also, doch, das stimmt gar nicht. Ich habe ganz kurz mal von reingeschielt. Ach, je, heute war ein Video geplant. Patreon-Video, ja. Super. Es tut mir leid, liebe Patreons. Ich komme gerade nicht und unter die Füße. Das wird heute, glaube ich, nicht viel sinnvoller werden. Ich brauche einen Kaffee. Punkt.